Liebe Geschwister, liebe Freunde, wem gefiel das Lied, das wir gerade gesungen haben? Schön. Es ist eins der gefährlichsten Lieder, das man überhaupt singen kann. Denn es artikuliert ziemlich deutlich, um was es eigentlich geht. Komm, folge Jesus in dieser Welt, in ihre Situation. Und das Erste ist nicht, wie kommen wir aus diesen Situationen heraus, sondern es geht um seine Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit ist aber eine andere Sache als die, die wir so gerne für uns verwirklichen würden. Und deswegen ist es ein sich einlassen auf eine Einladung Jesu, die ist nicht nur schön, die ist auch herausfordernd und die fordert uns, nicht den anderen, etwas ab. Beim letzten Mal haben wir miteinander darüber nachgedacht, wie man Gott zuhören kann, wenn er redet, und wir waren dankbar, dass er redet. Was haben wir denn mitbekommen an Gottes Rede? Wer traut sich zu sagen, was erzählt uns Gott eigentlich in unserer Geschichte von den Arbeitern im Weinberg aus Matthäus 20, die Verse 1 bis 16? Das ist ungefähr, ich will euch nicht überfordern, das ist ungefähr so wie mit dem Lied. Man muss hinhören, um dann zu erfahren, es geht gar nicht um ein Arbeitsverhältnis. Es geht zunächst einmal, und das macht es uns sofort verständlich, um ein ganz bestimmtes Verständnis von Leistung. Hatten wir eben auch. In der Hinführung. Wie gehe ich damit um, dass es Antworten auf meine Leistung gibt, die ich fröhlich entgegennehme und die, die ich schlimm finde? Wenn Gott redet, dann redet er auch und gerade durch die Gleichnisse in unsere Wirklichkeiten hinein. Und deswegen verstehen wir sie so gut. Wie ist das, wenn ich an der Arbeitsstelle bin? Wer von euch hat die Frage nach Gerechtigkeit, so wie sie uns hier scheinbar gestellt wird, schon einmal gespürt? In seinem Leben, in der Arbeit, in Familien, wo so viel geleistet wird und so wenig gelobt? Wer kennt diese Frage? Ich kenne die auch. Gerechtigkeit, unsere Bewältigung unserer Welt geht von einer Wahrheit aus, von unserer Moral. Das geht doch nicht, sagen die Jünger, sagen die Arbeiter im Weinberg, wir also. Du machst uns alle gleich. Ist so wie beim Fußball. Von der Bezahlung her sind die alle gleich. Und das ist das, was die Leute in dem Weinberg echt wurmt. Nicht, dass sie zu viel oder zu wenig bekommen, sondern in unserem Text steht tatsächlich, du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Wir möchten nicht gern gleich sein. Das, was wir leisten, das möchten wir gerne umgesetzt sehen. Und die Bewertung dessen, was Leistung eigentlich ausmacht, liegt tatsächlich in Moral. Meine lieben Geschwister, liebe Freunde, Moral wird an vielen Stellen hochgehalten, manchmal eingeklagt und sagt, die Moral hat sich geändert, die war früher besser. Aber sie bleibt
letztendlich immer eine Frage der Werte, die wir anlegen, und die verändern sich. Moral verändert sich. Und das ist das Geheimnis, warum etwas in den 50ern anders war als heute. Die Werte, die unser Leben durchtragen, ändern sich durch die Gesellschaft und ihre Veränderung mitgetragen und durch sie hindurch. Was sind das für Werte, mit denen wir unsere eigene Leistung oder gar die der anderen betrachten? Es gibt begründete Gerechtigkeit. Ich habe mich eben mit Helga über Gewerkschaft unterhalten. War ich schon immer. Und habe jetzt gerade gelesen, in meiner Gewerkschaft gibt es das erste Mal etwas nur für Gewerkschaftsmitglieder. Ein Tag mehr frei und die anderen nicht. Das ist doch gerecht, dass diejenigen, die sich für die Fortentwicklung von Gehältern und Arbeitszeiten einsetzen, dass die auch belohnt werden. Das ist doch eine gute Moral. Genau dieser Gedankengang macht uns so gemein mit diesen Arbeitern im Weinberg. Und politisch umgesetzt heißt das, Leistung muss sich lohnen. Fragt sich nur für wen. Wir merken schon, mit diesem Bild trifft uns der Text, und zwar uns heute, aber er lässt uns etwas ratlos zurück. Scheinbar ist diese Art der Beurteilung des anderen nicht die, die wirklich zielführend ist. Leistungsgerechtigkeit, meine Lieben, wird in der Soziologie sehr oft dem zugeschrieben, was wir an Umfeld von der Familie, von der Gesellschaft auch mitbekommen. Und es gibt eine Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft für bestimmte Menschen, die einem bestimmten Milieu zugeordnet sind, die anscheinend aus diesem Milieu niemals herauskommen können. Sie werden immer fremd beurteilt. Wenn ich also danach ringe, dass ich gerecht beurteilt werde, ihr Lieben, dann setzt das immer voraus, dass der mich beurteilt, die gleiche Moral, die gleichen Bewertungsprinzipien hat wie ich. Tut er es nicht, fühle ich mich ungerecht behandelt. Das, was hier der Herr des Weinbergs, und wir erinnern uns, das Reich Gottes ist wie dieser Herr des Weinbergs, das Reich Gottes hat dieses Prinzip. Das, was er jetzt entgegensetzt dem Menschen, der ihm so geantwortet hat, so geht das nicht, diese Gleichmacherei, das ist ungerecht. Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Ihr merkt, wenn wir jetzt den Satz sagen, suche zuerst nach seiner Gerechtigkeit, wird das lebensentscheidend sein. Was meint Reich Gottes, wenn es sagt, ich tue dir kein Unrecht, wenn ich die anderen in gleicher Weise behandle wie dich? Deine Moral, deine Überlegung, die trennen voneinander. Ich aber gebe jedem, was ich ihm verheißen habe. Gott setzt nicht auf Gerechtigkeit, schon gar nicht die, die wir formulieren, tief empfinden und meistens auch zur Grundlage unseres Lebens machen. Und er antwortet, und das ist der Kern dieses Gleichnisses: Warum schaust du so scheel, weil ich gütig bin?
Gott antwortet nicht mit einer eigenen Gerechtigkeit. Nach der Devise, ja, das ist dein Prinzip, mein Prinzip sieht so aus. Sondern er antwortet auf Gerechtigkeit mit Güte. Was, meine Lieben, wenn wir vor dieser Situation stehen, sollen wir denn sagen? Schaue ich böse mit argem Blick auf das, was die anderen haben? Vergleichen gilt nicht. Aber es ist genau das, was wir unentwegt ständig machen. Ich bin auch viel besser und außerdem arbeite ich viel mehr. Und das, was der da macht, das kann ich auch besser. Ich müsste eigentlich das Geld kriegen. Was ist hier eigentlich los? Und schon passiert sofort etwas, meine Lieben, wir fühlen uns benachteiligt und dann fällt es uns schwer, auf den gütigen Gott zu hoffen und zu glauben und an ihn zu glauben, auf ihn zu vertrauen. Fast wie Jona möchte man sagen, das habe ich mir gedacht, ich kenne dich ja. Du bist zu allen gut, nur irgendwie komme ich immer schlecht weg. Mir geschieht nicht Gerechtigkeit. Gott ist nicht gütig. Was, wenn er mir nicht gibt, was ich meinerseits für verdient halte? Was ist gerecht? Nein, Gott ist nicht gerecht. Nicht so wie wir. Interessant ist, das hat er auch gar nicht zugesagt. Der Besitzer des Weinbergs sagt, ich gebe dir, was wir ausgemacht haben. Und du bist nicht zufrieden mit dem, was wir ausgemacht haben, weil du dich vergleichst. Meine Lieben, der Gott, der uns hier anspricht und auf den wir hören, antwortet mit etwas anderem als Gerechtigkeit. Er antwortet mit Güte. Güte aber hat andere Wege als Gerechtigkeit. Gerechtigkeit hat den Weg des Vergleiches und des gleichen Teilens. Güte hat den Weg des Loslassens und nicht Behaltens. Der Gott, welcher seinen Sohn gab, dem kannst du doch nicht mit deinem Leid, mit deiner schlechten Erfahrung und Ungerechtigkeit kommen. Der Gott, der so weit über uns steht, den können wir doch damit nicht kommen. So könnte man meinen, Gott ist gut und du bist nicht gut. Deine Gerechtigkeit zieht vor Gott nicht. Gottes Güte lässt ihn in unsere Welt kommen und trägt uns in der Welt und in der Lebenssituation, in der wir sind. Er opfert seinen Sohn. So viel Güte. Und dann komme ich mit meinem Beleidigtsein, weil andere gleich gewertet werden wie ich. Oder weil die mehr Geld kriegen. Ich sage es extra so, meine Lieben, so könnte man meinen, aber so ist es nicht gemeint. Doch, du sollst sogar mit dieser dir empfundenen Ungerechtigkeit, sollst du zu ihm kommen. Es gibt gar keinen anderen Weg, denn er ist derjenige, der Ahnung von Ungerechtigkeit hat. Und es mag, ich weiß es nicht, was immer dich im Moment begleitet als ein Dorn im Fleisch, als ein Schmerz, wo du ungerecht behandelt worden bist. Wem willst du es erzählen, wenn nicht dem,
der jede Form von Ungerechtigkeit ausgekostet und getragen hat. Komm zu ihm mit diesem Empfinden, aber mach dich nicht zum Richter über das, was geschieht. Die von dir erlittene Ungerechtigkeit und tief empfundene ist nicht der Grund, dass du richten kannst, was richtig oder falsch ist. Und das ist die Umkehrung, man nennt das Täter-Opfer-Helfer-Dreieck. Wir drehen so gerne alles um. Ich bin ungerecht behandelt, ich bin das Opfer. Und Gott ist der Täter, weil er könnte es ja ändern. Ich weiß, was ich sage, wenn heute Israel Sonntag ist und wir uns da angucken, was im Moment im Nahen Osten geschieht oder in der Ukraine und an so vielen Orten, die wir vergessen haben, sowohl in den Sudan wie auch in Myanmar und in anderen Orten, wo Ungerechtigkeit herrscht. Damit soll ich zu Gott kommen, weil er es kennt und weiß. Gott nutzt Leid wie das Glück als Mittel, dir nahe zu sein. Das ist sein Ziel. Gottes Güte sucht dich, wo du wirklich bist. Das können wir auch nicht erklären. Kein Mensch kann hinkommen und sagen, Gott hat guten Grund, unbedingt mit uns zusammen zu sein. Das können wir nicht begreifen, aber wahrnehmen können wir seine Liebe. Und dabei nicht scheel schauen, sondern sehen, Gott ist gütig. Was nehmen wir von Gott wahr, wenn wir die letzte Woche betrachten? Nehmen wir sein Reden noch wahr in unser Leben? Nehmen wir wahr, dass Güte bei Gott bedeutet, alles loslassen, um beieinander zu sein? Ich möchte manchmal so gerne, dass Gott meine materielle Umgebung ändert. Dass er ganz bestimmte schwierige Situationen auch mit Menschen in meinem Sinne regelt. Und dann kommt Gott und sagt, weißt du, ich habe dich dahin geschickt. In eine solche Situation, weil ich in einer solchen Situation einen Mitarbeiter brauche, der von meiner Güte redet. Nehmen wir Gottes Reden noch wahr, wenn wir uns mit vorgefasster Meinung hinsetzen und sagen, Herr, das muss geschehen, damit es mir gut geht, damit ich mich wohlfühle. Hören wir ihn da reden oder uns selbst? Ich denke, wir geben uns die Antwort. Und doch redet er, wie ich es gesagt habe, im Leid und im Glück, in beidem, mit uns, denn wir sind das Ziel seiner Güte. Das hat er uns gesagt. Und wir glauben dem ewigen Gott nicht, wenn wir ihm erklären, nee, das ist jetzt also eine Situation, da ist deine Güte nicht zu sehen. Die ist nicht hier. Dabei ist sie da. Und du darfst sagen, dass du sie nicht erkennst. Aber du darfst es niemandem anderen sagen, außer dem Gott, der dich versteht. Gottes nicht zu verstehende Güte, die nichts zu tun hat mit unseren Regeln von Gerechtigkeit, zeigt sich im Besonderen im Verzicht auf seinen Sohn.
Was Jesus geschehen ist, war nicht gerecht. Und wir wissen aus der Bibel, er hätte es ändern können, dieses Geschick. Und Gerechtigkeit einfordern können. Tat er aber nicht. Gottes Verzicht auf seinen Sohn griff Raum, weil er auf dich und mich nicht verzichten will. Überließe er uns unserer Gerechtigkeit, würde kein Problem auf dieser Welt gelöst. Und wie oft erleben wir ein verzweifeltes Verhandeln um Gerechtigkeit, das scheinbar nie zu einer Lösung kommt. Aber Gott will ein Reich schaffen, in dem Gütigkeit herrscht, die seinen Namen und den Namen Jesu trägt. Meine Lieben, das Leben zu verlieren, ist nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Auch wenn ich bei diesem Gedanken zittere. Dass ich Gott im Gestrüpp meiner eigenen Regeln verliere, das ist das Schlimmste, was Gott passieren kann. Daran sollten wir denken, wenn wir sein Geschenk der Gegenwart in unseren Lebenssituationen wahrnehmen und als Güte verstehen. Als ein Tummelfeld der Beauftragung Gottes zur Güte. Da, wo sie wahrgenommen, aber nicht verstanden werden kann. Merken wir, wie gefährlich ein solches Lied ist? Komm, folge Jesus. Wir ändern an dieser Frage nicht so sehr unsere Moral, sondern unsere Sichtweise. Wir nehmen einen völlig anderen Standpunkt ein. Im Leid Gottes Güte begrüßen? Unglaublich. Geschieht aber. Und er hat es uns vorgemacht. Und wenn wir jetzt zum Abendmahl schreiten, meine Lieben, dann ist genau das der Kern. Gott handelt nicht nach unserer Gerechtigkeit mit uns, sondern nach seiner Güte, nach seinem Wollen von Gemeinschaft mit mir, mit dir, mit uns, die wir annehmen können. Dass Gott andere Wege geht, als die wir für gerecht halten. Dass am Ende aber rauskommt, ich liebe dich. Und das wünsche ich uns, wenn wir jetzt im Abendmahl diese Nähe Gottes feiern und wenn wir aufnehmen, die Dinge sind anders, als wir uns gedacht haben, aber sie sind gut. Du und ich, wir sind nicht gut. Gott ist gut und er macht uns gut. Amen.